Ich heiße Paul Grunwald, bin im November 1939 geboren in Ostpreußen, in einem Ort, der etwa 300 Einwohner hatte, ein Aussiedler, Bauernhof. Wir wohnten also etwa anderthalb, zwei Kilometer weg vom Dorf. Und wenn wir also irgendwas brauchten, mussten wir halt immer ins Dorf laufen. Und ich bin 1945 sind meine Eltern im Januar umgekommen und ich wurde von meinen Geschwistern getrennt. Wir haben Schafe gehabt. Die Schafe habe ich morgens genommen. Genommen, das heißt, sie sind mir gefolgt. Ich habe sie auf die Weide gebracht und war dann manchmal Tage bei denen und bin abends mit denen zurück. Und bei der Ernte waren wir dabei, das erinnere ich mich. Wenn wir dann, wenn die Ernte, da waren die Fuhrwerke noch hoch beladen mit Heu, mit Getreide und wir Kinder durften dann zum Schluss ganz oben drauf. Und dann erinnere ich mich, wie das Getreide gedroschen wurde. An den Vater erinnere ich mich nur an eine einzige Szene. Er war, muss wohl verletzt, verwundet worden sein, war im Heimaturlaub, hatte den Arm in der Schlinge. Der Bahnhof war 17 Kilometer entfernt von unserem Dorf. Und dort kam dann so ein großer Güterwaggon, Güterzug an und in all den Waggons waren Soldaten drin, nicht, die dann wieder an die Front gefahren sind. Und da haben wir den Vater verabschiedet. So etwa 2006 habe ich dann erfahren, dass er bei Warschau 1945 gefallen ist und dass er später dann in einen großen Soldatenfriedhof umgebettet wurde, der Soldatenfriedhof bei Katowice, von der deutschen Kriegsgräberfürsorge angelegt. Da sollen mal 40.000 Soldaten hin. Die Mutter war allein, wir hatten vorher einen Knecht gehabt, der war weg, war auch im Krieg. Der Vater war im Krieg und die Mutter war mit uns vier Kindern allein. Da haben wir früh morgens, das sind meine Erinnerungen, ein Stück Brot von ihr bekommen. Da hat sie aus dem Milchtopf den Rahmen geschöpft und das aufs Brot geschmiert. Und das war unser Frühstück und dann haben wir sie erst wieder abends gesehen. Dann hat die gearbeitet auf dem Hof und wir haben da gespielt. Unser Bauernhof wurde von deutschen Soldaten angezündet, weil die sich vor russischen Soldaten zurückziehen mussten. Da brauchten sie wohl Rauch und Schutz. Und wir mussten dann von jetzt auf nachher in der Dämmerung, Abenddämmerung raus. Und da sind wir gemeinsam, die Mutter mit uns vier Kindern, ein paar Soldaten dabei, durch Schützengräben, durch den Wald in den Ort runtergegangen. Und in dem Ort haben wir dann gewohnt. Jedenfalls ist die Mutter dann mit uns in ein Nachbardorf gezogen. Und mich hat sie in dem Ort gelassen, denn eine Frau, der Ort war ganz leer, kein Mensch mehr, war alle weg. Und da war aber noch eine Frau, eine ältere Frau, die brauchte einen Helfer. Da hat meine Mutter gesagt, ich soll das machen. Also war ich bei der Frau und bin für sie mit ihr in die Häuser gegangen und habe das rausgeholt, was noch an Lebensmitteln da war. Und das hat die Frau dann in einem Keller, in so einem Verlies versteckt gehabt. Und also ich war bei der Frau und bin dann immer wieder in das Nachbardorf zu meiner Mutter. Und als ich eines Tages in dem Nachbardorf war bei meiner Mutter, da kam halt diese Szene, wo drei sowjetische Soldaten in unsere Küche kamen. Die Mutter lag im Bett. Wir hatten nur einen Raum zur Verfügung. Und die Mutter lag im Bett und dann wurde sie von einem der betrunkenen Soldaten rausgezerrt und dann totgetreten. Mein älterer Bruder hat nie darüber gesprochen, aber ich habe das sehr deutlich gesehen, ja. Und vor allem dann auch danach, wie die Mutter dann da in so einer Abstellkammer lag, wie lange weiß ich nicht. Ich erinnere mich, wie ich neben ihr gesessen bin, geweint habe und wie sie dann beerdigt worden ist. Und danach ich bin dann zu dieser Frau zurück in das Dorf, in unser ursprüngliches Dorf. Und meine Geschwister haben dann ein paar Wochen lang allein
in einem Zimmer irgendwo gehaust. Mein ältester Bruder, damals 7, der hat für die anderen beiden gesorgt, Lebensmittel besorgt und so weiter. Und da kamen meine 3 Geschwister in ein Kinderheim. Und dann habe ich so lange nicht mehr gesehen, viele Jahre nicht mehr gesehen. Ich wusste gar nichts von ihnen. Ich bin ja dann in Delitzsch bei Leipzig, wo mich die Nachbarn hingebracht hatten und wo ich dann im Kinderheim war, war ich ein sehr guter Schüler in der Schule. Ich habe die 2. Klasse und die 4. Klasse übersprungen, weil ich recht spät eingeschult worden war. Ich kam ungefähr erst 1947 nach diesem Delitzsch und war dann schon 8, als ich in die 1. Klasse kam. War aber wohl gut, also dass ich die 2 Klassen überspringen konnte, sodass ich auch nach der 8. Klasse ein glänzendes Zeugnis hatte. Aber eben nicht Mitglied der Pioniere oder dann der Freien Deutschen Jugend war. Der Schulleiter sagte, wenn du in die höhere Schule gehen willst, musst du entweder in die Pioniere rein oder in die FDJ. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann kam zu meinem Glück der 17. Juni 1953, wo es in der DDR ja in allen vielen Städten, 270 Städte etwa, diesen Aufstand gab, wo die Arbeiter sich zusammengetan haben und protestiert haben, A, gegen die russische Besatzung, B, gegen die hohe Norm, gegen die Normerhöhung, die ihnen vorgegeben worden war, dass sie also mehr arbeiten mussten, aber dass der Lohn in keinster Weise erhöht wurde und sie forderten freie Presse und auch, dass sie wieder frei nach dem anderen Teil Deutschlands reisen durften. Das war ja auch verboten. Da gab es also Unruhen. Und in Berlin war das ein Riesenaufmarsch mit Toten. Und in diesem kleinen Delitzsch, wo ich da war, hat sich die große Menge zusammen, also eine Arbeiterschaft zusammengefunden. Die sind dann zur Polizeibehörde gezogen. Und ich vorneweg, hat mir Spaß gemacht, da mitzugehen. Und wurde versucht, dieses Kommissariat zu stürmen, weil da Gefangene von der Volkspolizei festgesetzt waren, politische Gefangene. Und die Männer versuchten mit einem Balken die Tür aufzubrechen. Und von da haben die Polizisten aus dem Haus rausgeschossen. Und da habe ich einen Schulterdurchschuss erhalten. Und kam für 3 Wochen ins Krankenhaus und war so ein kleiner Volksheld. Also mich hat Hinz und Kunz besucht. Ich habe nie so viel Besuch gehabt, nie so viel zu essen gehabt. Das erste Mal, das einzige Mal in meinem Leben, dass ich gebratene Tauben gegessen habe. Da hat man mir da gebracht. Aber gleichzeitig war ich natürlich für die Behörden ein Ärgernis. Dass da ein 13-Jähriger angeschossen wird, passte nicht in die ganze Politik-Szenerie, denn sie stellten es ja dar als einen faschistischen Aufstand von Ex-Nazis und dergleichen. Und wenn da ein 13-Jähriger dabei ist, dann passt das nicht in dieses Muster. Meine Pflegeeltern bekamen auf einmal, nachdem sie schon zweimal abgelehnt bekommen hatten, einen Antrag genehmigt, dass sie in den Westen ziehen dürfen. Und in diesem Antrag wurde ausdrücklich geschrieben, sie dürfen ausziehen, wegziehen, vorausgesetzt, sie nehmen diesen Paul Grunwald mit. So, und dann konnten wir mit 2 Koffern uns in Zug setzen und nach dem Westen, nach Baden-Baden fahren, ziehen. Ich war ja vorher mal im Kinderheim gewesen. Also ich war es nicht gewohnt, dass man mir auf Schritt und Tritt alles so mich so beobachtet hat und mir vorgegeben hat, was ich zu machen habe. Also ich fühlte mich unfrei. Da bin ich mit 14 das erste Mal weggelaufen, war dann 4 Nächte unterwegs. Und zwar, es wurde Winter und ich wusste nicht, was ich machen sollte, musste ich zurück. Und das war also, ich war dann nicht im Wald geschlafen, die 4 Nächte. Aber als ich dann zurück musste, das war eine bittere Niederlage für mich, habe ich mich wahnsinnig geschämt. Und als ich dann 17 war, gab es wieder einen Streit. Du darfst nicht und ich wollte aber, und es ging um eine Reise. Da bin ich dann einfach weg. Fahrrad genommen und weggefahren nach Frankreich. Dann habe ich das Fahrrad zurückgeschickt. Und dann bin ich nach Paris zur Fremdenlegion.
Und dann rief mich ein Offizier zu sich und sagte, und diesem Mann bin ich heute noch sehr dankbar, der sagte zu mir, Junge, deine körperliche Verfassung glänzend, wir könnten dich gut nehmen, aber du bist mir zu schade. Ich möchte nicht, dass du in Nordafrika oder in Vietnam so verheizt wirst. Hier hast du Geld, fahr nach Haus. Und dann kam ich zufällig bis Karlsruhe. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, wo ich hin wollte. Dann nahm ich einen Motorradfahrer mit, der fragte, wo willst du hin? Ich sage, egal, ich fahre dahin, wo du hinfährst. Er sagte, ich fahre nach Saarbrücken. Und da fuhr er über Landau und kurz hinter Landau hatte er einen Lastwagen. Fuhr er gegen einen Lastwagen, der aus dem Weinberg rauskam. Er war schwer verletzt und ich war also auch am Bein verletzt. Da hatte ich Angst, dass die Polizei mich gesucht hätte. Beim ersten Mal hatte mich die Pflege, als ich das erste Mal weggelaufen war, hatten mich die Pflegeeltern von Interpol suchen lassen. Jetzt hatte ich Angst, dass sie das wieder gemacht haben. Also kam ich zurück zu der Unfallstelle, war Polizei da, aber waren also ganz höflich und freundlich und wollten mir nichts. Wo willst du denn hin? Jetzt hatte ich Angst, dass die mir da, dass sie mich einbehalten oder einsperren. Und dann sagte ich, ich will nach Dahn. Hier war ich nämlich früher mal von Baden-Baden aus mit dem Fahrrad rübergekommen. Und da kannte ich eine Familie. Hat die Polizei einen amerikanischen Lastwagen angehalten und der hat mich hier nach Dahn gebracht. Da kam ich zu der Familie und da sagte die, nee, bei uns kannst du nicht bleiben, aber wir haben hier ein Heim für Jugendliche, die aus der DDR geflüchtet sind. Da kannst du hin. Und ich hatte in Dahn tolle Bekanntschaften schon gefunden. Ich spielte Fußball, konnte es nicht gut, aber spielte und spielte Tischtennis und war im Verein, in den beiden Vereinen drin und fühlte mich wohl. Und dann sagte der Fußballtrainer zu mir, naja, wenn du nicht weißt, wo du jetzt bleibst, bis du das Abitur hast, kommst du gerade zu uns. Der hatte damals 5 Kinder, später waren es 6. Haben sie mir ein Zimmer freigeräumt, war Textilgeschäft Eisel. Hat später eine Riesenkette gehabt, großes Unternehmen geworden. Ja, da war ich bei denen und dann bin ich ins Studium und im Ferien bin ich immer zu denen gekommen und habe da mitgeholfen, eingekauft, erledigt, was so zu tun war, mit den Kindern viel gespielt. Die betrachten mich heute noch als ihren ältesten Bruder. Ja, also und von da an Studium beendet. Zwischendurch meine Frau hier in Dahn kennengelernt. Da habe ich das Studium beendet, Mitte Juli. Und habe mein ganzes Gepäck gepackt und bin nach Dahn gekommen. Und mein ganzes Gepäck passte in eine kleine Tasche rein. Mehr hatte ich nicht. Und so habe ich geheiratet. Ich war mit 17 überzeugt, ich werde Lehrer. Ja, schon in der Schule, 11. Klasse. Das war mein Ziel. So, und dann habe ich gedacht, also Familie habe ich nie gehabt, also wollte ich Familie. Meine Frau und ich, wir wollten 6 Kinder. 5 sind es geworden. Das heißt, ich habe immer nach einer gewissen Stetigkeit wohl gesucht, ja, und habe sie dann durch meine Frau gefunden. Natürlich, diese Unruhe, die ich so als Jugendlicher hatte, die hat mich eigentlich nie verlassen. Dann sind wir nach Argentinien 7 Jahre. Ich habe als Lehrer gearbeitet. Und später sind wir nach Chile noch mal 8 Jahre. Und ich habe etwa 100 Länder in der Welt bereist. Das heißt, diese Sehnsucht nach anderen Ländern, Neues kennenzulernen, die hat mich nie verlassen. 1983 habe ich zu meinen Kindern gesagt, damals so, wir fahren nach Russland, Moskau. Ich wollte unbedingt nach Russland, weil ich mal sehen wollte, ob diese Menschen so sind, wie ich sie im Krieg erlebt habe. Und haben dadurch Kontakte auch mit Leuten bekommen, mit russischen Leuten, einfachen Bauern, so wie meine Eltern. Und habe ich festgestellt, ach Gott, die wollen eigentlich nichts anderes, als dass es den Kindern gut geht, dass sie zu essen haben und dass es Frieden gibt. Und da hat sich mein Verhältnis völlig geändert. Und ich war froh, bin heute noch froh, dass ich das gemacht habe.
Also zwei Tanten haben mir mal erzählt, die Mutter habe immer davon gesprochen, dass ich nicht Bauer werde, sondern einen anderen Beruf ergreifen könnte. Das muss die an dem kleinen Jungen da gesehen haben. Ne? Meine Mutter wird als eine sehr aufgeschlossene, naja, nicht so nur auf das Bäuerliche beschränkte Frau geschildert von ihren Schwägerinnen. Sodass sie wahrscheinlich, ich nehme das ganz stark an, sich gefreut hätte. Aber die hätte sich auch gefreut über die Entwicklung ihrer anderen Kinder. Die Mutter hätte auf alle vier stolz sein können.